Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Nach dem Tod von George Floyd und den Massendemonstrationen in den USA sind Rassismus und Diskriminierung auch in Deutschland wieder verstärkt Thema. Denn auch hierzulande sind der rechtsextrem motivierte Mord an Walter Lübcke, das antisemitische Attentat von Halle und der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau lediglich die Spitze des Eisbergs. Fast 8000 rassistische Straftaten hat das Bundesinnenministerium letztes Jahr gezählt. Und so ist es auch ganz besonders die Aufgabe der Schulen, Kindern und Jugendlichen Wissen über Vorkommen und Funktionsweisen von Rassismus zu vermitteln. Hier gilt es, Sensibilität für die Einforderung und Durchsetzung der Gleichwertigkeit und der gleichen Rechte aller zu fördern. Dafür habe ich für Sie tolle, kostenlose Materialien für den Schulunterricht und das digitale Homeschooling herausgesucht, die Ihren Schülerinnen und Schülern das Thema Rassismus näher bringen können. In ihrem Dossier Rassismus und Diskriminierung beschäftigt sich die Bundeszentrale für politische Bildung mit den folgenden Fragen. Wo fängt Rassismus an? Und welche Formen gibt es? Welche individuellen und gesellschaftlichen Konsequenzen sind mit ihm verbunden? Und welche Möglichkeiten haben Betroffene, ihre Erfahrungen sichtbar zu machen? In ihrer Reihe Themenblätter im Unterricht hat die Bundeszentrale für politische Bildung dazu auch die Schulmaterialien Rassismus im Alltag veröffentlicht. Schülerinnen und Schüler sollen ermutigt werden, Rassismus im Alltag zu erkennen und ihm entgegenzutreten. Auch die eigene Perspektive und Position soll ihnen dabei bewusster werden. Weiterhin kann ich die kostenlosen Unterrichtsmaterialien der Zeit Alltagsrassismus und wie ich damit umgehe, empfehlen. Hier reflektieren Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 ihre Erlebnisse mit Alltagsrassismus. Anhand eines Artikels mit Fallbeispielen und Empfehlungen erproben sie in Rollenspielen alltägliche Situationen und Verhaltensweisen. Die Klasse recherchiert dabei Definitionen von Rassismus und diskutiert rassismusfreie Verhaltensalternativen. Das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das Klima in ihrer Schule aktiv mitzugestalten und bürgerschaftliches Engagement zu entwickeln. Ziel des Projektes ist es, den Alltag an Schulen so zu verändern, dass dieser von einem Klima der gegenseitigen Achtung und der Anerkennung individueller Eigenheiten geprägt ist, gepaart mit der gemeinsamen Suche nach verbindenden Normen. Zudem möchte ich Ihnen das Projekt für Demokratie Courage zeigen, für Schüler ab der 5. Klasse ans Herz legen. Das Netzwerk für Demokratie und Courage bildet junge Menschen als Multiplikatoren aus und bietet Projekttage und Fortbildungen an Schulen an. Auf dem Deutschen Bildungsserver finden Sie viele weitere empfehlenswerte Projekte und Unterrichtsmaterialien zum Thema Rassismus. Ich hoffe, diese bieten Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern tolle Diskussionsgrundlagen für einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch, unabhängig davon, ob Ihr Unterricht derzeit im Klassenzimmer oder zu Hause beim Homeschooling stattfindet.